Heute schauen wir uns einen Zeitschleifenfilm aus meiner Kindheit an und auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme aus der Zeit. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias, und wir schauen mal, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat. Aha, ein weiteres Steelbook. Ja, diese Woche ist ja schon mal ein Steelbook hier online gegangen, auch von Sony. Von Play-On Pictures, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Play-On Pictures erschienen. Das war die Brücke am Quai, blende ich euch hier oben ein. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das könnte sich nämlich für euch auch lohnen. Und ja, wir gehen heute auf und täglich grüßt das Murmeltier, oder Groundhog Day, wie der Amerikaner dazu sagt. Falls ihr wieder erwarten nicht wisst, worum es in diesem Film geht, kleine Zusammenfassung, Bill Murray ist ein Wetterfrosch, möchte ich mal sagen, der von seinem im Fernsehen, der dazu gezwungen wird, einmal im Jahr in einen unaussprechlichen kleinen Provinzort zu fahren, wo der Murmeltiertag begangen wird. Da wird nämlich als Frühbote ein Murmeltier aus dem Bau gezogen und das muss dann seinen Schatten sehen oder eben dementsprechend nicht. Und dann wird es halt erst später Frühling, so grob gesagt. Der Mann ist natürlich ein absoluter Zyniker und ganz schön genervt von der ganzen Geschichte. Aber dieser Tag, den wird er dann nochmal öfter erleben. Und wir haben ein klassisches Zeitschleifendilemma. Quasi in einer der bekanntesten Varianten, möchte ich mal so sagen. Was erwartet euch noch in diesem Video? Wir schauen uns dieses Steelbook hier ganz genau an. Dann gucken wir uns auch noch an, was das so kann. Und es gibt sogar noch eine Bild- und Tonbewertung am Ende. Also bleibt da auf jeden Fall auch nochmal dran, wenn euch das interessiert, wie denn dieser alte Film heutzutage so bei euch im Heimkino wirken kann. Das Steelbook wird mit einer J-Card geliefert, die mache ich jetzt mal ab. Die ist mit Klebepunkten auf dem Steelbook befestigt, das geht aber relativ gut ab. Auch wie bei dem Brücke am Quai Steelbook hier ein sehr dünnes Papier. Wie gesagt, Klebepunkte, das gibt es bei Play & Pictures ja so eigentlich nicht mehr, aber Sony ist da noch ein bisschen anders unterwegs. Auf der Rückseite sehen wir natürlich dann, dass es sich hierbei so ein bisschen mehr um ein, ja, mainstreamigeren Film und Steelbook handelt. Woran sehen wir das? An diesem Abschnitt hier unten. Es ist nämlich extra nochmal auf das HDR hier hingewiesen, beziehungsweise auf die Einstellung des 4Ks, dass ihr, wenn ihr, haltet euch fest, wenn ihr 4K-Filme schaut, ein 4K-wiedergabefähiges Gerät habt, einen 4K-fähigen Blu-ray-Player und ein 4K-fähiges HDMI-Kabel. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Ami-Geschichten, wo man sagt, hier, wenn es nicht draufsteht, dann ist es nicht drin. Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Ihr wisst Bescheid, ihr kennt das sowieso. Was ich jetzt mal ganz geil finde, sind die Extras. Da würde ich jetzt mal ganz kurz drauf eingehen. Ein Audiokommentar von dem Regisseur haben wir dabei. Dann ein Interview mit dem Regisseur nochmal. Es geht gut 10 Minuten, in dem er nochmal so ein bisschen seine Erfahrungen zu dem Film und dem Filmstart auch zum Beispiel wieder gibt. Sehr interessant, was da so in den USA los gewesen ist. Scheinbar war das so der erste größere Film, der sich jetzt hier so mit dieser Zeitschleifen-Thematik beschäftigt hat. Und das hat natürlich alle möglichen spirituellen Menschen auf den Plan gerufen. Und Psychologen und so weiter und so fort. Aber das erfahrt ihr alles in diesem 10 Minuten extra. Dann die Dokumentation, das Gewicht der Zeit, die 25 Minuten. Auch Regisseur, Writer und so weiter reden über ihre Dreharbeiten. Es gibt so ein bisschen Ausschnitt aus dem Film. Bill Murray quasi behind the scenes mal so ein bisschen, wie er auch einfach genial ist, diese Aufnahme widme ich dem Kameramann, weil der mich immer so schön scharf in Szene setzt und so. Also eine Sperenzin halt, ne? Mega cool, da nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu sehen. Ist zeitgenössisch, also 4:3, ein bisschen schlechtere Qualität, also vermutlich aus den 90er Jahren. Dann Einblick in das Leben eines Murmeltiers und jetzt haltet euch fest, ihr erfahrt in 6 Minuten in einer neueren Doku, also auch in 16:9 gedreht, vermutlich, ich weiß nicht, ob es hierfür aufgenommen wurde, aber ja, über das Leben der Murmeltiere in Amerika und welches Murmeltier die da so gefangen haben und was sie so machen und knuffigen kleinen Tierchen. 6 Minuten habt ihr da ein bisschen Spaß mit den lustigen kleinen Eichhörnchen verschnitten. Dann Nadelnase Ned, Bild im Bild-Track. Das ist ein sehr witziges Extra. Wie gesagt, Extras hier übrigens nur auf der Blu-ray. Ist ein bisschen schade, weil gerade dieses Extra wäre ja quasi, wenn ihr schaut, den findet dann wahrscheinlich in 4K, ist nur auf der, also ganzen Extras nur auf der Blu-ray drauf, die natürlich bildtechnisch nicht an das 4K rankommt, aber dazu gleich nochmal ein bisschen später mehr. Die Blu-ray hat nicht so diese Farbintensität und natürlich auch nicht die Schärfe. Ist schon scharf, aber das Bild wirkt halt ein bisschen matter, ein bisschen
farbloser, möchte ich mal fast sagen. Also dahingehend, schade, dass dieses extra nämlich nur hier drauf ist. Und das ist quasi Nadelnasennäht. Das ist der Näht, der, ihr habt, wenn ihr den Film gesehen habt oder auch nicht, ich spoilere es euch jetzt einfach mal, der ihn da immer so nervig anquatscht mit dem ehemaligen Schulkamerad. Der wird hier quasi auch ein bisschen älter schon immer wieder eingeblendet in dem Film, stellt Quizfragen oder gibt Hintergrundinformationen und wird halt wie so ein Männchen unten eingefahren, so jip, und dann erzählt er euch ein bisschen was dazu. Zum Beispiel, dass er halt auch gecastet wurde, weil er beim Casting schon so unfassbar nervig war, dass sie gesagt haben, jop, der passt perfekt. Dann geschnittene Szenen. Das sind richtige fertige Szenen. Da sieht auch so ein bisschen, wie die Bildqualität vor dem 4K-Aufbereitung war, beziehungsweise wie das früher mal so aussah. Also ein bisschen Filmfehler, also so, nicht Filmfehler in dem Sinne, wie ich sehe, sondern Bildfehler in dem Film. Und ja, komplett geschnittene Szenen, ne? Weiß ich nicht, die quasi ihn zeigen, wie er quasi ja so die Zeitschleife-Sachen ja auf Wiederholung sozusagen mitgemacht hat, wie zum Beispiel ein Billardspiel und die ganzen Leute da erzählt hat, wie irgendwelche Mannschaften spielen. Nette Szenen gewesen, aber verständlich, dass sie rausgeflogen sind, weil wäre halt redundant gewesen, möchte ich mal so sagen. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Highlight, dem Steelbook an sich. Und hier haben wir ein neues Design, so dieses Schnee in ja so einer metallic leuchtenden Optik und hier den Bill Murray auf dem Wecker mit Murmeltierspuren im Schnee. Hierbei diesem Motiv handelt es sich so ein bisschen um eine abgewandelte Form von dem Kinoplakat. Das sehen wir auch gleich nochmal auf der Blu-ray-Disc. Da auch dieser Wecker mit einer zentralen Rolle gespielt hat. Das Element wurde ja quasi übernommen und komplett textlos hier auf das Steelbook gepackt. Wie das andere Steelbook von Sony, was ich euch ja auch schon vorgestellt hatte, quasi ja ohne Text. Der Spine, auch Groundhog Day, ich bin mir nicht sicher, ich glaube auch, dieses Steelbook ist schon in den USA erschienen, wie die Brücke am Kwai auch. Deswegen haben wir hier den Titel wahrscheinlich auf Englisch drauf, nagelt mich aber nicht drauf fest. Und auf der Rückseite sehen wir Phil, den anderen Phil, nämlich das Murmeltier Phil, wie es ja quasi durch diese Hülle so durchbricht. Und das sieht auch schon sehr, sehr, sehr cool aus in diesem, ja, in dieser ja, Hochglanzoptik und ziemlich, ziemlich scharfen Bild. Auch die Kanten hier unten von dem Papier, die sind natürlich messerscharf. Auch keine Fehler drin, ne? Also keine Dellen, keine Macken, nichts. Also das passt wirklich. So, und jetzt haben wir hier die Disc, die gehen wir natürlich als erstes ein. Und das hier ist, was ich meinte, nicht auf der Blu-ray, auf der UHD. Das ist so quasi so ein Ausschnitt aus diesem Original-Kinoplakat von Und täglich grüßt das Murmeltier. Und hier Groundhog Day, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war auch irgendein DVD oder VHS-Cover, aber nagelt mich auch nicht darauf nicht fest. Und hier, wie gesagt, die Extras drauf. Für den Backprint hier wurde die Rückfahrtszene sozusagen gewählt, wo die, oder die Hinfahrtszene, glaube ich, war das sogar, wie sie nach Punxsutawney fahren. Und ja, keine der ikonischen Szenen, aber das ist ja, sind wir ja bei den meisten Steelbooks gewöhnt. Auch hier so ein bisschen in diesem schwarz-weiß gehaltenen, beziehungsweise blau-weiß gehaltenen Ton. Ja, vollkommen in Ordnung. Aber auf jeden Fall wichtig, man sieht Bill Murray. Gleich, wenn man das Steelbook hier aufmacht, das finde ich schon sehr, sehr schön. Ja, die Bild- und Tonbewertung. Wir haben hier eine 4K-Version von dem Film und die ist wirklich mega gut geworden, muss ich sagen. Wir haben eine richtig angenehme Schärfe, dazu noch ein ganz leichtes Filmkorn. Das heißt, wir sind immer noch bei diesem analogen Bild, aber in den Nahaufnahmen seht ihr die ganze faltige und bergige Haut, möchte ich mal sagen, vor dem Gesicht von Bill Murray, wie er damals schon aussah. Also dahingehend Bild realistisch, top getroffen. Ich wüsste nicht, was man da noch besser machen soll. Also dahingehend lohnt sich schon mal die 4K. Was ich wieder mal schade finde, aber immerhin, wir haben in Deutsch eine DTS-HD Master 5.1 Tonspur. Klar ist hier kein Kriegsfilm, ne? Da brauchen wir nicht unbedingt es gibt hier keine Explosion, die fliegt ein Hubschrauber und sowas rüber. Ne? Klar gibt es auch ein paar Kracher-Effekte und wäre auch super gewesen, wenn wir hier nicht in Englisch eine Atmos-Tonspur drauf hätten. Und ich bin ja, wie gesagt, ihr wisst es ja bereits, ein Heimkino-Freund und habe dementsprechend Deckenlautsprecher und könnte mir die deutsche Atmos-Tonspur da auch sehr gut vorstellen. Ja, ich könnte es auch auf Englisch gucken.
Die Originalton-Leute können gerne mal wieder in die Kommentare schreiben, dass man so einen Film nur auf Englisch gucken sollte. Ich schaue ihn halt gerne auf Deutsch und dementsprechend hätte ich auch gerne auf Deutsch eine Atmos-Tonspur. Ja, schade, aber die 5.1-Tonspur, wie ist die denn so, wenn ihr euch quasi dafür interessiert? Die ist auch richtig klasse. In dieser einen Szene, wo so ein Musikstück spielt, da merkt man erstmal quasi so ein bisschen richtig diese Qualität dieser Tonspur. Ist richtig stark. Also das Musikstück da, auch da so ein Kontrabass oder was da mit drin war, das klang richtig, richtig gut. Also da für einen Nicht-Action-Film auf jeden Fall eine gute Tonspur. Auch die Rear-Lautsprecher sind so ein bisschen mit Effekten belegt worden. Also da habt ihr auch räumlich einen, ja, ganz okayen Effekt. Je nachdem, wie kann man das halt bei so einem Film bewerten. Kommen wir zum Steelbook. Mir gefällt es richtig gut. Ich finde diese Anlehnung an das alte VHS-Cover oder beziehungsweise alte Kinoplakat, finde ich klasse. Eine schöne Umsetzung dieses Originalbildes, aber dann neu interpretiert. Gefällt mir sehr gut. Und auch hier wieder schön mit Innenprint. War ja beim letzten Mal nicht so. Deswegen dementsprechend mit innerer Monk fast ein bisschen gestorben. Aber hier jetzt wieder. Innenprint. Okay. Ja, Extras haben wir auch ordentlich mit an Bord. Eigentlich soweit alles da, was man braucht. Ne? Also dahingehend, mir fällt nichts ein, was ich jetzt hier großartig kritisieren sollte. Also falls ihr auch Fans von diesem Film seid, so wie ich, dann würde ich auf jeden Fall mal hier eine Empfehlung für aussprechen. Inhaltlich wie editionsmäßig. So, das wäre übrigens mehr inhaltlich, da habe ich ja noch gar keine Bewertung abgegeben. Ich hatte schon eingangs erwähnt, dieser Film hier ist ein Film meiner Kindheit und dementsprechend bin ich da so ein bisschen vorbelastet. Ich bin großer Bill Murray-Fan. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr einen schlechten Film mit Bill Murray kennt. Mir fällt nämlich keiner ein. Es gibt vielleicht einen, aber mir fällt halt keiner ein. Also wenn ihr einen wisst, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, ich liebe Bill Murray und ich liebe diesen Film. Ich habe ihn damals als Kind auf VHS geguckt, öfter. Und es ist quasi so eine schöne, wohlige Kindheitserinnerung. Und für mich passt es halt einfach, dieses stimmige, jeden Tag immer wieder erleben. Das Thema ist ja immer wieder neu aufgekommen und mal gut, mal schlecht, wieder umgesetzt. Ne? Zeitschleifenfilm hatte ich euch letztens auch schon mal einen vorgestellt, ich habe leider vergessen, welcher das war. Da wurde nochmal so ein bisschen, Boss-Level, auch sehr gut, blende ich euch hier oben ein. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, das lohnt sich auch definitiv, wenn ihr mal ein bisschen actionmäßiger die Zeitschleife wollt. Nichtsdestotrotz, zurück zu Topic. Ja, wir haben hier Spaß und Haltung, wilde Sachen. Ein bisschen Romantik ist auch mit dabei für mich als kleinen alten Romantiker. Ist natürlich auch super schön. Aber ich finde halt mehr, der Spaß steht hier im Vordergrund. Und ich liebe ja Bill Murray und diese zynische Art und Weise von ihm. Kriegen wenige Leute so hin wie er. Dementsprechend würde er auch diesen Film tragen. Ein anderer hätte vielleicht diesen Film nicht so getragen. Dementsprechend, es ist, wie es ist. Ich liebe diesen Film. Und kann ihn euch dann durchaus ans Herz legen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Kauft ihn euch. Ne? Das soll es dazu gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr das vielleicht ganz anders seht. Und lasst uns ein bisschen diskutieren. Ich bin ein bisschen hinterher, glaube ich, 5 Monate mittlerweile. Aber ihr kriegt alle eine Antwort, hoch und heilig versprochen. Und ihr tut dann auch dem Algorithmus was Gutes. Also wenn ihr den Kanal ein bisschen supporten wollt, lasst gerne mal eure Meinung da. Vielleicht sogar einen Daumen. Vielleicht, das wäre auch mal ganz nett. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.